Hallo, ich möchte euch heute zeigen, wie man eine Anwendung installiert. Das ist im Prinzip sehr einfach. Die meisten Programme liegen als CAP-Datei vor, die erkennt man an der Endung CAB. Ich habe mal den HD an den PC angeschlossen und eine solche CAP auf mein Gerät kopiert. Ihr seht hier dieses Symbol. Bei Flipit zum Beispiel oder bei Lockscreen, diese Symbole symbolisieren halt, dass dies ein Programm ist, was man installieren kann. Das geht ganz einfach, kurz drauf tippen. Jetzt kommt hier eine Sicherheitsabfrage, ob ich wirklich möchte, dass dieses nicht signierte Programm installiert wird. Ich klicke da auf Ja. Jetzt fragt er mich noch, wo ich das installieren möchte, im Gerät oder auf der Speicherkarte. Es gibt Programme, die nur funktionieren, wenn man sie im Gerät installiert. Deswegen sollte man vorher sich informieren. Ich installiere dieses sehr kleine Programm mal eben im Gerät. Das geht sehr schnell. Eben noch mit OK bestätigen und schon ist dieses Programm im Startmenü verfügbar. Bei Tools. Manchmal muss man ein bisschen suchen. Kommt immer darauf an, wo die Programme installiert werden. Es sind nicht alle sofort hier im Startmenü. Wie man sieht, gibt es hier auch Ordner. Dieser hier Tools, da ist dann Flipit drin. Das Programm Flipit erkläre ich euch im nächsten Video.